Willkommen bei Pure E-Mobility. Ja, hier vor mir steht es endlich der EPF 2 XT600. Da erstmal ein riesengroßes Dankeschön an die Firma E-Power Fun, die mir den Scooter freundlicherweise zur Verfügung gestellt haben. Und wir machen es heute mal ein schönes Unboxing und alles Weitere sehen wir im Video. Viel Spaß! Gut, aufgeschnitten haben wir ihn schon mal. Gucken wir mal rein. Was direkt positiv auffällt, ist, hier steht ein Schriftzug mit einem Bild drauf, ab in die Kiste. So verpackt ihr den E-Scooter wieder sicher im Karton. Das heißt, das erste Mal, seitdem ich meinen E-Scooter auspacke, sehe ich jetzt auch mal, wie der Scooter wieder verpackt werden muss, falls er mal zurück muss. Weil es ist bisher erst ein, zwei Mal vorgekommen, aber so einen Scooter wieder einzupacken, ist manchmal wirklich eine Heidentortur. Ausgepackt ist immer schnell, aber eingepackt ist dann doch immer ein Problem. Gut, was sehen wir auf den ersten Blick erstmal? Viel Kartonage und so wie ich es gerade auf den ersten Blick sehe, kein Styropor. Finde ich super. Kein Styropor ist schon mal sehr gut, denn nur Kartonage ist schon mal ganz toll. Ausgepackt und einmal hingestellt. Und was ich hier schon sehe, sieht verdammt gut aus. Also ich bin gerade mal total happy. Das Ding sieht ja mal richtig geil aus. Und innen drin haben wir noch wieder so eine kleine Box hier. Die machen wir mal auch mal eben auf, um mal ein paar Schönes da drin haben. So, wir haben einmal da drin die Bedienungsanleitung vom EPF2. Dann ein Batterieladegerät. Sieht zumindest etwas anders aus als... Oh, es sieht jetzt zumindest wesentlich größer aus als vom EPF 1 Pro. Und was haben wir hier draufstehen? 3 Ampere. Nee, Output 2000 mAh, also 2 Ampere Ausgangsleistung. Das dazugehörige Kabel haben wir dazu. Und Schräubchen. So, und dann würde ich sagen, bauen wir ihn jetzt erstmal zusammen. So, Plug, weg ist der Karton, machen wir den mal hoch. So, hier haben wir wieder unser schönes, wow, das war ein sehr, sehr schickes Display, was ich hier schon mal sehe. Hier haben wir den Stecker, den wir hier verbinden müssen. Der passt auch nur einmal, so wie ich das gerade hier sehe. Ist auch schön gemacht, nicht so diese komischen kleinen Stecker, wo man nie wirklich weiß, sind die jetzt drin, sind die nicht drin. So, dann tun wir mal alles hier so ein bisschen anständig runterschieben, damit da auch nichts mit passiert. Und dann können wir nämlich schon den Kopf hier drauf machen. Und dann haben wir jetzt hier tatsächlich zwei, vier, oh, sechs Schrauben, die wir da reindrehen. Das mache ich jetzt mal und dann gehen wir mal im Detail weiter. So, das obligatorische Schrauben nachziehen darf natürlich nicht fehlen. Mache ich meistens auch nochmal nach der ersten Fahrt. Nochmal eben kurz die Schrauben ein bisschen nachzusichern. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und ja, dann tun wir gleich mal vorne verrasten. Und klappen mal den Scheinwerfer noch hoch. Den müssen wir natürlich vor der Fahrt nochmal ausrichten. Das ist immer Pi mal Auge ein bisschen schwierig. Ich mache das meistens dann während der Fahrt, dass ich da nochmal kurz nachstelle. Aber das Schöne ist ja aktuell, was ich ja gerade hier so finde, dass hier das benötigte Werkzeug wirklich komplett dabei ist. Und man hat den Scooter wirklich, man hat sämtliche Möglichkeiten, alles nachzuziehen und festzumachen. Und ich würde sagen, jetzt befreie ich ihn erstmal von der restlichen Pappe und dann schauen wir uns den nochmal ganz im Detail an. Oh. Ich habe die Papiere gefunden. Gerade noch überlegt, wo die Papiere denn sind. Sind sie hier drunter versteckt? Alles klar, die Datenbestätigung für die Zulassung. Und ich sehe nämlich gerade hier, wo das Trittbrett geschützt ist, ist noch ein Ersatz-Grip-Tape dabei. Ich sehe auch gerade, dass das ein etwas anderes Muster hat. Gucken wir mal eben kurz, ob ich das mal eben hier befreien kann. Gucken wir mal. Ist natürlich richtig geil. Weil dann kann man nämlich, können wir mal gucken, mit einem EPF2 Logo drauf, weil jetzt gerade haben wir einmal schwarz Grip Tape mit EPF2 drauf und hier ist ein etwas anderes Design, was ich jetzt erstmal nicht drauf machen werde, das lasse ich jetzt erstmal, aber geiles Goodie, was dabei ist, wirklich. Hut ab, super.
Geil. Ich bin gerade total begeistert. Also ich stand hier gerade davor, habe auch mal alles angefasst. Also boah, so einen hochwertigen Scooter habe ich, glaube ich, noch nie angefasst. Auch. Ihr habt gerade schon den Blinker kurz mal blinken sehen. Also die Blinker sind wirklich extrem hell. Geben auch ein akustisches Feedback, wenn man drauf drückt. Aber dazu folgt noch ein separates Testvideo, was relativ zügig jetzt kommen wird. Wo wir auf alles eingehen werden vom Scooter. Die wichtigsten Eckdaten nun mal, das ist der EPF 2 XT600. Das bedeutet, der hat vorne eine Federgabel. Wir haben Blinker rundherum, vorne sowie hinten. Wir haben einen 500 Watt Heckmotor, ein 48 Volt System, einen 600 Wattstunden Akku in dem Fall, was eine enorme Reichweite generieren sollte und bestimmt auch wird. Und der Motor, Heckmotor, ihr wisst, EPF 1 Pro Frontmotor. Hier haben wir jetzt 1200 Watt Peakleistung. Das heißt, dieser Motor, boah, ich freue mich schon auf das erste Fahren und einfach nur geil. Auch das Display da oben, wirklich super toll. Ja, ich bin total begeistert. Tut mir leid, das muss ich leider erstmal auch so sagen. Er fasst sich sehr hochwertig an. Er wirkt erstmal auch sehr wuchtig im Gegensatz zum EPF 1 Pro. Und selbstverständlich habt ihr auch wieder die App von ePowerFun, die ihr nutzen könnt, um euch mit dem Scooter zu verbinden. Ihr könnt dann da euren Tageskilometerzähler zurücksetzen. Ihr seht den Gesamtkilometerstand. Ihr könnt die Firmware-Updates einspielen, könnt halt die Geschwindigkeit sehen, was für eine Leistung der Motor gerade abruft. Ganz viel Spielerei. Und die App funktioniert auch tadellos, weil die nutze ich regelmäßig bei meinem EPF 1 Pro. Und ja, ich sag nur eins, ich freue mich auf die erste Testfahrt und ich freue mich auf das erste Testvideo, wo ihr dabei seid. Und bleibt dabei, lasst ein Abo da, vergesst den Daumen nach oben nicht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao, ciao.